Ja, guten Abend unterwegs. Wie ihr seht, im Focus RS Fahrzeug wird heute an Kunde wieder zurückgegeben. Ihr wisst Bescheid, wir haben uns um das Thema Schaltwegsverkürzung und Drehmomentstütze gekümmert. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also die Drehmomentstütze, YouTube hat schon geschrieben, dass man sie ein bisschen einfahren muss oder ein bisschen fahren muss. Aber ich bin jetzt mit dem Fahrzeug vielleicht 30 Kilometer gefahren und die Drehmomentstütze, die merkt man deutlich. Also muss ich ehrlich zugeben. Das heißt, habt ihr einen Focus RS MK3, habt ihr einen Focus ST, auf jeden Fall machen. Ihr werdet es deutlich, deutlich spüren und macht auf jeden Fall Sinn. Preise habe ich euch im gestrigen Video schon genannt. Da brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr groß weiter drauf eingehen. Auch habe ich euch gesagt, dass ihr das auch selber einbauen könnt. Im Endeffekt sind es 6 Schrauben insgesamt. 1, 2, 3, 4, 6 Schrauben. Und dann ist die Stütze mehr oder minder eigentlich schon getaust. Was für mich das verwunderliche oder das bessere Highlight ist, ist die Schaltwegsverkürzung. Also es ist wirklich Serie schon richtig, richtig knackig und es macht richtig, richtig Spaß. Aber mit der Schaltwegsverkürzung hier nochmal vielen Dank, vielen, vielen Dank an die Beast Factory, an Veronika Lohmann für die, nachdem die erste Lieferung nicht gepasst hat, von einem anderen Mitbewerber. Danke für die zweite Bestellung an Beast Factory für die schnelle Lieferung. Es macht richtig, richtig Spaß. Ja. Der Ausbau war ein bisschen tricky. Der Bolzen wollte nicht so raus von der vom Hebel, von der Serien, vom Serienschaltwerk quasi. Der hat ein bisschen sich quergestellt. Ist ein bisschen ein Gefriemel gewesen, weil du kommst nicht wirklich gut hin, um den vorsichtig rauszuklopfen. Und ja, das hat dann aber funktioniert. Und der Tausch dieser Schaltwegsverkürzung hat sich definitiv gelohnt, mehr als das. Ich gucke nachher mal geschwind, ob ich euch ein kleines Video machen kann, dass ihr mal seht, wie kurz die Schaltwege sind. Aber ich möchte behaupten, es ist mehr als die Hälfte weniger. Also man schreibt so 60%, ob das jetzt genau stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Aber sie ist wirklich richtig, richtig kurz, macht richtig, richtig Spaß. Ja. Was auch funktioniert hat, die Felge wurde instand gesetzt, leider kleiner Bordsteinrempler. Passiert, ist mir auch passiert, muss man dazu stehen, nicht immer auf andere schieben oder auf die Frau schieben. Hat auch wunderbar funktioniert, Felge sieht wieder aus wie neu, alles tippitoppi. Das Fazit bis jetzt, schon gesagt, das einzige was noch fehlt ist Downpipe und Abgasanlage, da hat man bei der EUX ein bisschen Lieferzeit und das folgt dann noch, aber das Fazit bis jetzt, alle Steps, was man gemacht hat. Wir fahren momentan in Stufe 1. Ja, deutlicher Unterschied, deutlich spürbar, macht deutlich mehr Spaß. Ist im unteren und im Teillastbereich richtig, richtig giftig im Vergleich zur Serie. Also genau das, was man am Anfang bemängelt hat, was man gesagt hat, hey, es macht alles Spaß, das Fahrwerk, die Bremsen, aber diese Leistung kommt nicht so, die ist jetzt vollkommen da. Also das macht wirklich richtig, richtig Laune. Da muss man definitiv sagen, Stufe 1, ein bisschen Hardware-Modifikation reicht vollkommen. Das Fahrzeug ist eigentlich nicht wieder zu, oder ist nicht wieder zu erkennen. Und das ist das, was eigentlich der Kunde auch wollte. Und es geht ja noch weiter. Ich meine, mit der Downpipe oder Abgasanlage wird es noch eine Stage 2 geben. In dem Fall eine Stage 2 Plus. Das heißt, wir haben ja noch den Ladeluftkühler und ein paar andere Modifikationen mit der Venturi und so weiter. Das heißt, da können wir noch ein bisschen was kitzeln. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, aber ich denke, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Es ist jetzt schon richtig gut und es wird danach noch deutlich besser. Das einzige Manko, was man sagen muss, ist die Venturi. Sie macht manchmal oder sie macht komische Geräusche. Ja. Es ist beim Kaltstart und auch manchmal beim Fahren durch diesen pilzartiges oder turbinartiges Gehäuse, sei mal ganz vorsichtig, wo er quasi durch den Filter saugt, vibriert sich irgendwas auf oder fängt das Carbon an, irgendwie in den Schwingungen zu kommen und das klingt wie ein Staubsauger. Das klingt ganz, ganz, ganz merkwürdig. Wir haben jetzt nochmal probiert, anders zu befestigen. Wir haben es nochmal probiert, ein bisschen umzubauen, also ein bisschen zu drehen, ein bisschen anders anzupassen, aber das Geräusch bleibt. Wenn es einen stört, muss sich nach einem anderen System umschauen.
ich selber finde, wenn man fährt, dann ist es in Ordnung, dann funktioniert es. Ja, das muss, da muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Auf jeden Fall für die Steps, wo wir jetzt durch haben, muss ich sagen, haben sich alle Modifikationen gelohnt. Die Michelin mit den OZ spürbar, klar, Michelin, der Reifen, der Pilot Sport ist es, glaube ich, der reicht vollkommen, der ist für das Fahrzeug perfekt. Die Tieferlegungsfedern deutlich, deutlich spürbar beim Fahren, von der Präzision her, von dem, dass man auch schnellere Kurvengeschwindigkeiten fahren kann, also genau wie gewollt, Ziel erreicht. Ladeluftkühler hat, ja, hat was gebracht. Wir haben ja immer gesagt, wir haben die Werte nicht korrigiert. Das heißt, wir hatten bei schlechteren Bedingungen, obwohl wir die Werte von der Vorwoche genommen haben, trotzdem deutlich mehr Drehmoment, leider ein bisschen weniger Leistung, aber das ist ganz klar zu erklären. Ja, ich würde sagen, freuen wir uns auf den letzten und für mich den schönsten Step, in dem Fall die Abgasanlage von HG Motorsport, die Ego X. Da freue ich mich schon richtig drauf. Dann sehen wir weiter. Jetzt gucke ich, dass wir noch kurz ein kleines Schaltknauf-Video hinbekommen, dass ihr mal so seht, ganz grob, wie es denn ist. Und dann gehen wir auch schon in den Feierabend. Dann wünsche ich euch einen schönen und erholsamen Sonntag. Und wir sind dann für euch am Mittwoch wieder da. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch nach dem kurzen Schaltknopf-Video einen schönen Abend. Ciao. Also ich hoffe für euch, dass ihr es erkennen könnt. Wir sind jetzt im ersten Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Also ihr seht, wir haben relativ kurze Wege. Vierter Gang, fünfter Gang. Aber es lässt sich auch relativ einfach schalten. Also es ist immer noch fahrbar. Am Anfang war es ungewohnt. Da war es eher so das Thema, will man das, ist es fahrbar? Aber ich muss definitiv sagen, wenn man jetzt mal so ein paar Kilometer getestet hat, dann muss man auf jeden Fall sagen, ja, es ist fahrbar. Also es ist eine Umgewöhnung am Anfang, aber es ist, wenn man schaut, 5, 4, das ist, ja, also wir haben so gut wie keinen Weg mehr und es macht richtig, richtig Laune. Also beim Kurvenfahren, ich bin jetzt natürlich nicht voll ausgefahren, ist auch ganz klar, wir haben hier immer noch ein Kundenauto, aber es ist definitiv so, dass ich der Meinung bin, in diesem Auto ist die Schaltwegsverkürzung ein Muss. Ja? Es macht richtig Spaß und für jeden, der das haben möchte, man muss so knapp um 100 Euro rechnen, plus minus, je nachdem, was man für eine Marke nimmt. Vorher habe ich schon erwähnt, dass der Ausbau ein bisschen tricky war, weil der Bolz nicht so einfach raus wollte, aber sonst gibt es da im Endeffekt nicht viel dazu zu sagen. Ja? Man baut die Ansaugung raus oder halt den Luftfilterkasten, je nachdem, ob man noch Serie ist, macht den Bolzen raus, baut die neue Verkürzung ein, macht den Bolzen wieder rein, macht die Ansaugung rein, fertig. Machen wir gar nicht weiter. Jetzt würde ich sagen, bis bald.